Yo, was geht ab, Leute? Long wieder am Start. Damit willkommen zu einem weiteren Part MW3 Zombies. Und heute mit einer Waffe, die wirklich, wirklich gut ist, wo ich mir dann dachte, was? Wie bitte was? Ich habe in der Runde vorhin diese Waffe gespielt, nämlich die WSP-9. Und ich dachte mir so, boah, die Waffe, die macht aber richtig guten Schaden. Könnte aber so ein Ticken besser sein. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, ja, Moment mal, du hast ja gar keinen Todes-Daikiri drin. Und dann bin ich erstmal zum Wunderfist gelaufen, hab mir Todes-Daikiri gegönnt und dann dachte mir so, ey, die Waffe ist ja der Hammer. Also, normale Zombie-Massen, die wir in Zone 3 ja auf jeden Fall auch ganz, ganz viel haben, gar kein Thema, absolut nicht. Elite-Zombies ist wieder so ein bisschen was anderes, aber ja, ich würde sagen, lasst euch überraschen. Ich werde jetzt in Zone 2 so ein bisschen farmen. Ich habe natürlich ein paar wirklich sehr, sehr schöne Gegenstände dabei, die gönne ich mir jetzt erstmal eben. Und dann gucke ich mal, wie viel Schuss habe ich dann. 550 Schuss, genau. V11 habe ich auch dabei, damit ich ein bisschen schneller laufen kann. Ich wollte jetzt Wersänger nicht mitnehmen, denn wie ihr wisst, meine Lobbys, die sind immer ganz extrem. In meiner Lobby ist Zone 3 immer komplett besetzt. Ist aber nicht schlimm. Ich fange jetzt in Zone 2 hier mit dem ersten Auftrag jetzt gleich an. Also ich denke mal, Elite-Zombies hier in Zone 2 dürfte jetzt gar kein Thema sein. Jetzt habe ich meine Täuschgranate rausgeschmissen. Aha. Ja, ja. Ich sag mal so, die Präzision von der WSP-9, die ist auch ultra krass, ne? Also die Aufsätze, die ich drauf habe, das ist komplett voll auf Rückstoßkontrolle eigentlich, kann man sagen. Denn ich habe verschiedene Varianten getestet. Und alle Varianten, die ich da so hatte, ja, da hat die Waffe super stark verzogen. Und mit diesem Waffenbauplan ist es perfekt. Der Schaden ist gut. Die Rückstoßkontrolle ist super. Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Ne? Deswegen, Zone 2 mit dieser Waffe, das ist eigentlich ein Klacks. Ich mache jetzt, glaube ich, mal eine Mission noch. Und dann gehe ich direkt wieder in Zone 3 rüber. Denn ich glaube, hier in Zone 2 brauche ich euch gar nicht zeigen, wie gut diese Waffe ist. Okay, ich soll jetzt den Mimika töten, aber der Mimika ist dort oben. Ja gut. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich rüberkomme. Ich gehe mal aufs Hoch raus hier rüber. Und dann, ja, werde ich irgendwie rüberkommen. So, ich habe es jetzt schon mal hier rüber geschafft. Jetzt gehe ich mal hoch. Mein Hund ist, glaube ich, schon oben. Kann das sein? Ich glaube ja schon, ne? Aber wie blöd ist das denn bitte mit dem HAZ? Das ist ja... Ja, was soll ich sagen? Da ist er. Guckt euch mal die Präzision an. Jetzt bleibt er gefälligst. Da ist er. Ey. Na! Nicht sein Ernst. Jo, komm jetzt. Okay, Ziel erfüllt. Sehr schön. Gehe ich da hin? Ja. Oh, geschafft. Sehr gut. Ja, für eine Drei-Platten-Weste und einen Perk. Sehr schön, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Definitiv. Deshalb würde ich sagen, gehe ich jetzt mal in Zone 3 rüber. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Glück gehabt. Ich konnte tatsächlich mir jetzt einen HRZ-Auftrag sichern. Wobei, so viele Leute sind jetzt tatsächlich gar nicht in Zone 3. Also viele Zone 1 tatsächlich auch viele unterwegs. Wow. Okay. Wow. Solche Lobbys habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Oh, warte mal. Was macht ein Bloodburner denn hier? War der vorhin schon hier? Ich weiß es gar nicht. Ist aber egal. Nehme ich mal mit. Let's go. So, was haben wir denn? Mimika. Ja, direkt hier um die Ecke. Sollte gar nicht mal so schwer sein. Also wie gesagt, so gegen Zombies ist das mit der WSP-9 super. Top, eine gute Waffe. Elite-Zombies ist okay. Da gibt es wiederum bessere Waffen. Also ich habe bis jetzt noch keine Waffe gehabt, wo ich gesagt hätte, okay, die Waffe ist für Elite-Zombies als auch so normal für Zombies oder umgekehrt eben wirklich ideal. Beziehungsweise für beides einfach ideal. So, darauf wollte ich nur hinaus. Ah, da kommt Mimika jetzt. Ja. Schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, 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 oh.
So, schon lange nicht mehr gespielt. Man merkt es, man merkt es. Es kommen aber wirklich viele Zombies hier auf mich zu. Junge, Junge. Ah, ich habe ja auch noch Papp 2 drin. Ja, aber dafür ist der Schaden noch gut, oder? Jetzt mal ehrlich. Kann man sich gar nicht beschweren, so. Mir fehlt sowieso noch mal ein bisschen Geld. Deswegen ist das gut, dass wir... dass ich hier gerade noch einen AZ-Auftrag mache. Ja, so, machen wir ein bisschen Beschleunigung hier. I have no idea. Me too. Sehr schön. Sehr schön. Ja, episches Ether-Werkzeug, ein Selfie. Perfekt. Jetzt muss ich, brauche ich Papp unbedingt. Ist direkt hier um die Ecke. Sehr schön. Bloodburner Bike nehmen und ja, dann punche ich jetzt mal eben meine Waffe. So, jetzt ist meine Waffe auf Papp 3. Jetzt müsste es sogar noch einfacher sein. Also ich fand es jetzt schon, ich fand es vorhin schon, ja, okay. Aber ja, irgendwie hat dann doch was gefehlt, weil ich dachte mir so, warte mal, ich wollte euch doch zeigen, wie krass diese Waffe ist. Ja, jetzt werde ich es euch zeigen. Jetzt mega Scheusal, da ist es natürlich am besten, da kann man es am besten zeigen. Warte mal, wo ist er denn überhaupt? Der wird mir gar nicht, doch, der wird mir angezeigt, hier vorne direkt. Und da ist noch einer, warte mal, da muss ich ein bisschen weiter außen rumlaufen, nicht, dass ich jetzt gleich zwei auf einmal habe. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ne, da hinten ist er schon, ne? Das müsste der sein. Holen wir schon mal her. Oh, schon mal was anderes mit dem Damage, ne? So, ist das jetzt wirklich mein HZ hier? Oder? Ich suche mir erstmal Highground jetzt gleich. Ah, okay. Er will es sofort. So, jetzt muss ich immer nur gucken wegen Munition und so. Und mein Hund macht natürlich auch noch mit hier. Das ist ganz, ganz schlecht. Also manchmal hasse ich den Hund wirklich dafür, ne? Manchmal hasse ich den Hund dafür. Der soll die Zombies vor mir fernhalten und nicht mein Elite-Zombie hier noch mitmachen, ne? Dadurch, dass mein Köter da die ganze Zeit auch... Ja. Jetzt kommen natürlich keine Zombies mehr. Komm, mach deinen Laser. Jawohl. Sehr schön. Direkt ins Gesicht. So. Ein Kopf ist ab. Direkt zum nächsten gekickt, sehr schön. Jo. Ach, ein Kopf ist schon bereits, zwei Köpfe sind bereits ab. Oha. Dann muss ich sagen, ging das jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Okay. Da muss ich jetzt noch einmal richtig umdrehen. Nochmal sein Maul öffnen. Dann machen wir mal so. Ja, das war klar. Das war klar. Oh, Papp 1 brauche ich, auf jeden Fall. Dafür, ja, genau. So, okay. Großen Rucksack und das brauche ich nicht. Dass man hier wirklich blaues Ether-Werkzeug findet, das ist schon so eine leichte Frechheit. Aber ja gut. Ich finde, die können ruhig das zwischen episch und blau ausgleichen. Ich finde, man findet viel zu viel epische, dafür aber viel zu wenige legendäres, viel zu wenig legendäres Ether-Werkzeug. Schlimm. Okay, dann schaue ich gleich mal nach. Dadurch, dass hier gar nicht so viele Leute in der Zone sind, müsste ich ja die Aufträge ganz relativ easy bekommen. Problem ist halt, dass ich nur noch einen Schuss habe. Nur noch wenig Schuss. Ja, schon besser. Ja, okay. So kann ich weitermachen. Eskortieren wäre dann natürlich auch interessant. Ich laufe da mal hin. Vielleicht komme ich da irgendwie an den Auftrag dran. Mal schauen. Oder? Sieht gut aus. Viele machen das nämlich nicht. Warum auch immer. Alles klar. Eskortieren. Da kann sich die Waffe natürlich von der besten Seite zeigen, denn da kommen wirklich viele, viele Zombies. Notfalls kann ich auch mit der VR-11 meinen ACV heilen. Ich denke mal, das werde ich aber nicht bauen. Ich hoffe es mal. Mal schauen. Interessant wird es nachher in der alten Ether-Zone. Da werde ich nämlich reingehen, da wo es die goldenen Platten und sowas gibt. Und Ether-Klinge. Denn davon brauche ich nochmal wieder ein bisschen Stuff. Jetzt kommen natürlich richtig viele Zombies. Mal so ein bisschen auf mich lenken auch. Alle schön zu mir kommen. Jetzt hier rüber. Muss man ACV noch ein bisschen, trotzdem noch ein bisschen beschützen.
So. Munition könnte noch ein bisschen mehr sein, finde ich. Damit die Waffe wirklich. Da wäre die Waffe wirklich perfekt. Da wäre die ultra OP, würde ich sagen. So wie die jetzt aktuell ist. Jetzt wird es wieder spannend werden. Denn, ich habe nämlich keine Täuschgranate mehr. Oh shit. Nee, reicht nicht aus. Selfie. Hund ist, glaube ich, nicht mehr da. Das waren eindeutig zu viele. Zu viele. Aber trotzdem geht es super gut mit der WSB 9. Sorry, falls ich die ganze Zeit auch WSB Stinger sage oder die Stinger. Ist es natürlich nicht, das ist die WSB 9. Ist mir vorhin nämlich so aufgefallen. Also, als ich noch so gespielt habe, da habe ich immer Stinger dazu gesagt, obwohl es die WSB 9 ist. So, nee. Ganz, ganz wichtig. So, einmal noch. 47% habe ich noch. Also. Es kommt einiges auf mich zu. Ja gut. Energiemine musste sein. Ist so geil, dass man eigentlich durchgängig durchballern kann. Gerade dann, wenn solche Zombie-Massen einfach da sind. Da braucht man sich wirklich einen Furz darüber scheren, ob man noch genügend Muni hat. Auftrag gescheitert? Was habe ich verpasst? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Wo kommen die denn jetzt alle her? Da war mehr als ich dachte. Ja moin. Okay, gut. Da war ich jetzt gerade am Träumen. Da war ich mehr am Labern als alles andere jetzt. Tja, natürlich ein bisschen blöde. Weil ich dachte echt, das Ding hebt jetzt gleich ab. Und habe, ja, nicht mehr auf die Zeit geachtet. Aber ja gut. Das Ding, das ist so, als wenn man, ja, weiß ich nicht, unendlich Munition hätte gefühlt hier jetzt gerade. Total angenehm mit der Waffe zu spielen. Wow. Also selbst das Game kommt mit dem Sound jetzt von der Waffe nicht hinterher, sondern habe ich jetzt durchgeschossen. Und meine Hand, die kämpft auch schon. Also die Adern, die gucken schon. Ja, sauber. Cool. Ja, das war also mehr als meine Schuld, würde ich mal sagen. Passiert. Passiert. Da haben wir kurz am Träumen gewesen. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich dann war, ne? In diesem Moment. Ganz woanders, eindeutig. So, jetzt kommen wir ja auf mich zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Mission annehmen. Gut, ich habe auch noch nicht alle Perks drin, ne? Muss ich auch gleich noch alle holen. Ich habe auch noch nicht so viel Kohle gemacht. Dass ich sagen könnte, okay, ich kann jetzt alles kaufen, was ich so benötige. Was auf jeden Fall feststeht, gleich in der ESA-Zone, werde ich meine VR11 auf jeden Fall benutzen. Jetzt gerade war ich da, ja, am Pen. Oh, ja, mega Scheusal, direkt im Doppelpack. Ich versuche das mal alles ohne Juggernaut zu machen. Oh, ich mache keinen Crit jetzt gerade. Warum? Ultra viele Zombies. Das ist heftig, das ist heftig, das ist heftig, das ist heftig. Aber so macht es mal wieder Spaß. So eine Herausforderung. Guckt euch mal an, wie viele Zombies kommen. Eine Zeit lang gab es das gar nicht. Also da war es wirklich sehr, sehr mau. Machen wir mal so. Zack. Täuschgranate. Weg. Mir zeigt er irgendwie nicht an, dass ich Crit mache, aber ich mache Crit. Ich mache auch einen ganz guten Schaden. Also der Schaden, der ist wirklich gut. Gehen wir mal. Jo, geht nicht, okay.
Auf Dixie vielleicht. Ja. So, der müsste jetzt aber kaputt sein, oder? Ja. So, jetzt muss ich euch nur noch kaputt machen. Ehrlich. Es ist so einfach zu spielen mit der Waffe, ne? Präzision, die ist so geil. Oh, ich muss jetzt gleich den Jünger erstmal kaputt machen. Denn sonst bringt mir das hier nichts mit dem Megaschallseil. Der Mischler ist gut, ja. Kann ich nicht oft genug sagen. Komm. Laser. Oder bleib so. Ist mir egal. Oh Mann. Kann ich noch Selfie? Ja. Ja, sicher. Wo laufen die denn alle hin? Da drin ist jetzt einer. Wunderbar. Oh, hab 3 Kristalle, sehr schön. Und ein Siegel. Ne, hab 2, sorry. Was wollte ich noch mitnehmen? Ich nehme nur ein Deadbolt mit. Ja, das war's. Sehr schön. Die Muni ist jetzt wieder voll. Wie 4 Minuten? 18 Minuten. Ja, ich gehe jetzt, denke ich mal, zum Shop. Und kaufe erstmal das, was ich so benötige. Dafür muss ich sowieso schon mal ein paar Sachen rausschmeißen. Das auf jeden Fall. Und, mal schauen erstmal, was der Schuh möchte. Ja, Leute, was soll ich sagen? Der Server ist abgeschmiert und ich habe aber alle meine Sachen behalten dürfen. Deswegen hau ich da einen Cut rein. Wie ihr gesehen habt, die WSP 9 ist wirklich eine super gute Waffe. Hat super viel Spaß gemacht und ja, wenn man so ein bisschen mehr achtet, nicht so wie ich jetzt, weil ich laber ja noch nebenbei und hier und da und jenes. Und wenn man wirklich aufmerksam spielt, dann geht man wirklich gar nicht down. Absolut nicht. Ja, und die Waffe, hier aber der Waffenbauplan, so sieht die Waffe aus. Und viele sagen, ja, die Jagd BFB soll nicht mehr drauf. Ihr dürft aber, also manchmal wird das ein bisschen mit, ja, mit Warzone verwechselt, sag ich mal. Ne? Hier könnt ihr ja irgendeine Mündung nehmen, die ihr wollt. Und diese Mündung hat wirklich viel dazu beigetragen, dass die Waffe so gut wie gar nicht mehr verzieht. Deswegen kann ich diese Mündung auch nur empfehlen. Mit dem Jagd-Glaslos-Visier perfekt. Dazu nochmal hohe Körnung für ein bisschen mehr Munition, etwas mehr Schaden, mehr Power. 50 Schuss Magazin natürlich und dann noch ein Unterlauf dazu und die Waffe ist wirklich perfekt. Und ja, das soll es gewesen sein zu WSB 9. Wer es noch nicht gemacht hat, kann gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich über einen Support sehr, sehr freuen und ich würde sagen, bis demnächst.